New York, 1991. Eine adrette Dame sitzt im Büro einer berühmten amerikanischen Zeitschrift. Sie schaut in die hintere Ecke des Raumes. Dort liegen haufenweise ungeöffneter Umschläge. In den letzten Monaten hat sie über 10.000 Briefe aus allen Ecken des Landes erhalten. Sie trudeln tagtäglich ein. Jemand klopft an der Tür. Ein junger Mann überreicht ihr neue Briefe. Er gibt der Frau einen weiteren Stapel und geht. Sie öffnet einen der Umschläge und wirft ihn direkt weg. Du bist eine Ziege, steht da. Die Frau öffnet einen weiteren. Sie liegen total falsch. Sie sollten hier nicht arbeiten. Das ist nichts Neues für sie. Sie legt die neuen Briefe zu den anderen in die Ecke. All diese Sendungen sind an sie adressiert. Marilyn Vassevant. Die klügste Frau der Welt. Und jede einzelne beinhaltet wütende und unschöne Bemerkungen. Aber um zu verstehen, was hier vor sich geht, müssen wir 35 Jahre zurückreisen. Wir schreiben das Jahr 1956. In allen Zeitungen wird von einem neuen IQ-Testrekord und der intelligentesten Person berichtet. Eine Bewohnerin von St. Louis, Missouri, hat die höchste Punktzahl erreicht. Mit einem Wert von 140 gilt man als Genie. Albert Einstein hatte einen IQ von 160. Leonardo da Vinci hatte 180 Punkte und Isaac Newton 190. Marilyn Vassevant aus Missouri erreichte 228 Punkte. Natürlich zweifelten viele ihre Genialität an. Alle Intelligenztests umfassen ähnliche Aufgaben und Rätsel. Du kannst jahrelang täglich trainieren, um möglichst viele Punkte zu erreichen. Das vermutete man auch bei Marilyn Vassevant. Die wenigsten Menschen glaubten, sie hätte diesen Wert beim ersten Versuch erreicht. Doch die Zweifel wurden ausgeräumt, als bekannt wurde, dass sie nur 10 Jahre alt war. Wie sollte sie in so jungen Jahren so lange geübt haben, um dieses Ergebnis zu erzielen? Es war also eine Sensation. Sie wurde schnell berühmt. Als Erwachsene hinterfragte Vassevant die Effektivität dieser Tests. Intelligenz ist kompliziert und kann nicht anhand einer Reihe von Rätseln gemessen werden. 1986 kam sie als die erste Person mit dem höchsten IQ weltweit ins Guinness-Buch der Rekorde. Ihr Rekord wurde 1990 gebrochen. Doch aufgrund von Marilyns Argumenten wurde die Auslobung eines IQ-Champions eingestellt. IQ ist kein Indikator für einen cleveren Geist. Aber kommen wir zurück zu unserer Geschichte. Als Teenager begann sie Artikel für Zeitungen und Magazine zu schreiben. Sie ging auf die Universität, um Philosophie zu studieren. Anlass zu ihrer Studienfachwahl war ein Vorfahre väterlicherseits. Ein berühmter österreichischer Physiker und Philosoph. Ihre Eltern hätten einen praktischeren Beruf bevorzugt, aber Marilyn glaubte, dass ein entwickelter Geist erblich wäre. Daher suchte sie nach einem intelligenten Mann, um eine Familie zu gründen. Mit 20 Jahren verließ sie die Universität, da ihre Eltern ein eigenes Geschäft eröffneten. Sie half ihnen und entdeckte ihre Führungsqualitäten, die Fähigkeit, Projekte und Finanzen zu organisieren. Sie strebte nie an, mit ihren Fähigkeiten viel Geld zu verdienen. Vielmehr wollte sie den Menschen helfen und der ganzen Menschheit von Nutzen sein. Zusätzlich liebte sie das Schreiben. Daher ging sie in den 80ern nach New York, um Autorin zu werden. Da sie zu dieser Zeit bereits ziemlich berühmt war, fand sie leicht Arbeit. Eine der Zeitschriften bot ihr einen Vollzeitjob an. Bald wurde ihre Kolumne Ask Marilyn oder Frag Marilyn veröffentlicht. Die Leser schickten ihr täglich Fragen zum Thema Logik und sie gab Antworten. Diese Kolumne schreibt sie bis heute. Doch eines Tages im Jahr 1990 zog Marilyn den Zorn von etwa 10.000 Menschen auf sich, darunter auch berühmte Wissenschaftler. Alles wegen eines Logikrätsels. Ein Leser erbat ihre Meinung zum Monty Hall-Problem. Das war ein allseits bekanntes Rätsel, über das Wissenschaftler uneins waren. Stell dir vor, du bist in einer Fernsehshow und kannst ein Auto gewinnen. Du stehst vor drei geschlossenen Türen. Hinter zwei Türen stehen Ziegen und nur eine führt dich zu deinem Traumwagen. Du hast nur einen Versuch. Einfach ausgedrückt, deine Gewinnchance liegt bei 1:3. Du hast dich bereits für eine Tür entschieden. Da öffnet der Gastgeber eine Tür. Hinter ihr steht eine Ziege. Es ist nicht die Tür, die du gewählt hattest. Zwei Türen sind übrig. Deine Chance liegt nun bei 1:2. Ergibt es nun Sinn, deine Meinung nochmal zu ändern und doch die andere Tür zu nehmen? Ja, sagte Marilyn. Wenn du die Tür wechselst, liegt deine Chance bei 2:3.
Wechselst du nicht, bleibt es bei 1 zu 3. Du solltest immer deine Meinung ändern, um deine Chancen zu verdoppeln. Auf den ersten Blick erscheint diese Entscheidung unlogisch. Wie ist das möglich, wenn nur 2 Türen übrig sind und hinter nur einer das Auto steht? Deine Gewinnchance ist 50-50, ist doch offensichtlich. Marilyn war da anderer Meinung. Vielen gefiel ihre Antwort nicht. Wissenschaftler, Lehrer und Arbeiter verschiedener Gebiete und Altersgruppen drückten in Briefen ihre Empörung aus. Jemand nannte sie sogar eine Ziege. Die Menschen forderten, die Kolumne abzuschaffen und Marilyn zu entlassen. Sie erhielt ca. 10.000 Briefe voller Kritik. Jemand richtete sogar eine Website ein, auf der Marilyns Antworten diskutiert wurden. Doch das nahm sie nicht zu Herzen. Sie arbeitete weiter, war Gast in Fernsehsendungen und bewies den Menschen ihre Behauptung. Schon bald hatte sie damit Erfolg. Anfangs glaubten ihr nur 8% der Leser. Bis 1992 wuchs der Wert bis auf 56%. Philosophen, Mathematiker, Professoren und Wissenschaftler stellten sich auf Marilyns Seite und entschuldigten sich für die wütenden Briefe. Doch auch jetzt, da das Problem gelöst ist, denken viele darüber nach und suchen nach der richtigen Antwort. Das Monty Hall-Dilemma ist das am meisten diskutierte Rätsel der Wahrscheinlichkeitstheorie. Man simulierte die Aufgabe am Computer, lud alle Daten herunter und erhielt Marilyns Antwort. Die Lösung mag kompliziert erscheinen, aber es gibt einfache Erklärungen im Internet. Unglaublich ist, wie schnell Marilyn das Problem löste, während die ganze Welt anderer Meinung war. Marilyn schrieb mehrere Bücher mit ihren Antworten auf die komplexesten und aufregendsten Fragen, die ihre Leser ihr gestellt hatten. Sie veröffentlichte wissenschaftliche Artikel in den Bereichen Mathematik und Logik. Neben dem Monty Hall-Problem beschworen auch andere komplexe Aufgaben Kontroversen herauf. Marilyn war stets auf der Suche nach einem gleichermaßen intelligenten Ehemann, um kluge Nachfahren zu haben. Nach 2 gescheiterten Ehen traf sie einen Wissenschaftler mit einem IQ von 184. Seine größte Errungenschaft war die Erfindung eines künstlichen Herzens. Er gründete ein Unternehmen und Marilyn war als seine Finanzdirektorin tätig. Sie untersuchten Herzprobleme und entwickelten Technologien, die tausenden Menschen das Leben retteten. Heute ist Marilyn über 70. Sie beantwortet noch immer die Fragen ihrer Leser, schreibt Bücher und ist unternehmerisch tätig. Sie führt ein ruhiges Leben und gibt mit ihrem Titel, die intelligenteste Frau des Planeten zu sein, nicht an. Daher wissen so wenige von ihr. Sie nutzt ihre Intelligenz weise und war sehr erfolgreich damit. Es bleibt zu erwähnen, dass es auch für brillante Denker schwer sein kann, Erfolg zu haben. Das Problem ist, der IQ eines Genies ist kein Garant für Glück. Man sagt, dass man umso trauriger wird, je schlauer man ist. Jedes Genie muss auch über soziale Intelligenz verfügen. Das gibt ihnen die Fähigkeit, sich in der Öffentlichkeit angemessen zu verhalten und sich auszudrücken. Viele Menschen verstehen intuitiv, was der Gesprächspartner fühlt und können dadurch die richtigen Fragen stellen und passende Antworten geben. Doch für manche Genies ist das schwierig. Angenommen, jemand erschafft einzigartige Skulpturen, weiß aber nicht, wie er sie an den Mann oder die Frau bringen soll. Zu Lebzeiten gelten seine Arbeiten daher als wertlos. Viele talentierte Musiker lassen sich von ihren Produzenten übervorteilen. Ein Gitarrenspieler mit dem Potenzial zu einem Rockstar spielt vielleicht sein Leben lang auf der Straße, weil er nicht in der Lage ist, sich zu präsentieren. Viele hochintelligente Menschen waren Einzelgänger und lebten in armen Verhältnissen, weil sie sich nicht in die Gesellschaft einfügen konnten. Manchmal weiß ein Genie alles über Genmanipulation, hat aber keine Ahnung, wie er sich bei einer Gartenparty zu verhalten hat.